So sieht er aus. Deutschlands bester Azubi in der Ausbildungssparte Automobilkaufleute. Markus Puschner konnte sich vor wenigen Wochen beim Volkswagen Azubi Cup durchsetzen. 1700 Lehrlinge machten mit, doch keiner war so gut wie Markus Puschner. Ich habe mich halt tierisch gefreut, wo ich dann halt auf der Bühne stand. Habe dann halt das Grinsen nicht mehr von der Backe bekommen, sage ich mal. Und ja, habe mich halt einfach, sage ich mal, ein bisschen stolz gefühlt, ein bisschen bestätigt, sage ich mal, in dem, was ich jetzt hier versucht habe, in den letzten 2 Jahren zu leisten. Und dass das halt auch dementsprechend dann honoriert worden ist, war halt extrem schön. Erst ein anspruchsvoller Online-Test, dann das große Finale. In Berlin mussten sich die besten Volkswagen-Azubis beweisen. Theorie und Praxis, Team und Gruppenarbeit, alles kam auf den Prüfstand. Wir hatten quasi am Donnerstag Vormittag, hat man so ein individuelles Feedback-Gespräch mit den Betreuern. Und die haben uns dann halt echt jede Aufgabe nochmal genau erklärt, was hast du gut gemacht, was war jetzt nie so, was kannst du verbessern und halt so. Und sag mal, bei dem Gespräch hat sich dann schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich das alles schon ganz ordentlich gemacht habe und waren dann halt auch voll zufrieden. Die Begeisterung spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Markus Puschner ist Deutschlands bester Volkswagen-Azubi. Darauf ist man stolz, erst recht beim Ausbildungsbetrieb. Das ist einfach eine Auszeichnung fürs Haus. Das ist eine Bestätigung für die Arbeit und für die Zeit, die wir investieren in unsere Azubis und in die Qualität unseres Ausbildungsprogramms. Und demzufolge ist es für uns natürlich wie eine Art Ritterschlag zu sagen, okay, der Markus, der hat jetzt hier den ersten Platz abgeräumt. Und soweit ich richtig informiert bin, ist es das erste Mal seit 9 Jahren, dass wieder jemand in der Region wirklich den ersten Platz gewinnen konnte, erringen konnte und sich gegen die anderen Auszubildenden deutschlandweit durchsetzen konnte. Und das ist für uns natürlich eine Auszeichnung, das kann man nicht in Worte fassen. Seit 2 Jahren absolviert Markus Puschner die Ausbildung zum Automobilkaufmann im Autohaus Pirna. Der Beruf ist der Grundstein für eine Karriere in der Automobilindustrie. Alles rund um den Fahrzeugverkauf lernt der 22-Jährige im Rahmen seiner Ausbildung. Und wie das Ergebnis beim VW Azubi Cup zeigt, macht er seine Arbeit richtig gut. Der Markus hat den ganz entscheidenden Vorteil, dass er von der Intelligenz her alles mitbringt, was man für ein erfolgreiches Ausbildungsdasein haben muss. Er ist aufgeschlossen, er kann mit Kunden umgehen, er hat ein souveränes Auftreten, was ganz wichtig ist, wenn wir gerade im Bereich Großkunden unterwegs sind. Allgemein hat er eine sehr schnelle Auffassungsgabe und das ist eigentlich auch für mich das Wichtigste. In unserem Alltag ist es nicht möglich, alles 3, 4, 5, 6, 7 Mal zu erklären, sondern da muss es passen und das ist beim Markus eigentlich die herausragendste Fähigkeit. Wenn ich ihm einmal, maximal 2 Mal was erklärt habe, dann ist das drin und dann funktioniert das und dann muss man im Nachhinein vielleicht nochmal nachkontrollieren einmal, aber dann ist das Thema durch und dann kann man sich darauf verlassen und die Qualität passt einfach. Schon seit vielen Jahren ist das Autohaus Pirna ein anerkannter Ausbildungsbetrieb. Möglichst viele Lehrlinge sollen dem Unternehmen dann auch langfristig die Treue halten. Deshalb investiert das Autohaus Pirna immer wieder in die Qualifikation seiner Mitarbeiter. Bestes Beispiel ist da Marc Wiener. Nach bestandener Ausbildung folgte die Meisterschule. Jetzt arbeitet er als Kundendienstberater im Autohaus Pirna. Ich hatte das große Glück, von Herrn Brust unterstützt zu werden bei meiner Ausbildung letzten Endes. Ja. Also ich wurde vom Infotechnischen halt auf jeden Fall unterstützt, vom Technischen an sich und natürlich auch, gut, wünscht sich natürlich jeder auch geltlich in der Hinsicht. Ja. Man muss natürlich überlegen, der Kfz-Meister an sich ist von den Kosten her eine recht horrende Summe und doch diesbezüglich wurde ich halt komplett und zum Dank von Herrn Brust unterstützt. Ja. Und wie geht es mit Deutschlands bestem Azubi weiter? Nun, so ganz genau weiß das Markus Puschner noch nicht. Zunächst möchte er seine Ausbildung erfolgreich abschließen, danach vielleicht eine Qualifikation zum zertifizierten Automobilverkäufer erlangen. In Pirna würde er schon gern bleiben, nicht zuletzt, weil er hier schon bald mit seiner Freundin zusammenzieht.